Hallo Leute, wie ihr im Titel schon lesen könnt, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt mal meine Vivo Barefoots reviewen. Und zwar sind das diese hier. Ich habe zu denen auch schon einen Haul gedreht und hochgeladen. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Und auch die Playlist mit allen meinen Vivo Barefoot Hauls, die verlinke ich euch im Laufe des Videos mal in der Infokarte. Man kann halt nicht zwei gleich hintereinander reinschalten, deswegen halt ein bisschen später, denn ich habe auch noch andere Schuhe von denen gekauft und da könnt ihr gerne auch einfach mal reinschauen. Ich habe die jetzt schon über ein Jahr und ich dachte, ich habe die jetzt genug getragen sozusagen, um euch da wirklich eine gute Meinung drüber zu geben. Und ich habe mir auch extra was aufgeschrieben, weil ich habe es schon mal versucht so aus dem Kopf zu machen und es hat überhaupt nicht hingehauen. Also falls ihr mich ein bisschen nach unten schauen seht oder so, dann wisst ihr warum. Und zwar würde ich euch gern zeigen, wie die nach über einem Jahr Benutzung halt aussehen. Und dann sprechen wir über die Vor- und Nachteile, die ich so im Laufe der Zeit ja, herausgefunden habe, sozusagen für mich. So, das ist halt die eine Seite. Ihr seht, hier innen ist so ein Futter. Und ja. Und der andere Schuh, der ist irgendwie hier vorne ein bisschen mehr verknickt als der andere. Und was ich euch noch zeigen wollte, war die Sohle, die ich mitgeliefert bekommen habe. Die sieht inzwischen nicht mehr ganz so schön aus. Also ihr seht, ich habe die wirklich sehr aktiv getragen. Also ich denke, wenn ich nochmal bei Vivo Barefoot bestelle, dann nehme ich mir auf jeden Fall neue Sohlen mit. Und dann möchte ich auch gleich mit den Vorteilen beginnen. Und zwar finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass man die Sohle eben raustun kann, weil dadurch kann man die eben von Herbst bis Frühling tragen. Sonst wären die mir teilweise zu warm gewesen, wenn ich die Sohle immer drin hatte. Also ich habe zum Beispiel auch manchmal, ist es ja in der Früh total kalt, und im Laufe des Tages wird es wärmer. Und ich habe das manchmal schon so gemacht, dass ich im Laufe des Tages die Sohle dann rausgetan habe, weil mir der Schuh einfach zu warm geworden ist. Und das finde ich sehr praktisch, weil man dann eben immer so ein bisschen an die Temperatur angepasst ist. Und trotz der Fütterung ist es auch im Herbst oder im Frühling manchmal so, dass man trotzdem ja noch relativ warme Schuhe tragen kann oder muss. Und ohne die Sohle kriegt man aber genug halt vom Boden, von der Kühle des Bodens mit, dass es einem nicht zu warm wird. Das finde ich schon mal sehr gut daran. Und was ja in solchen Jahreszeiten sehr wichtig ist, dass Schuhe wasserfest sind. Und das ist dieser Schuh auf jeden Fall. Also der hier ist aus Leder. Es gibt den auch in verschiedenen Farben. Inzwischen gibt es den leider nicht mehr in Blau. Also ich habe den 2016 gekauft und jetzt 2018, also 2017/18 ist, glaube ich, ein neuer Braunton rausgekommen. Jetzt gibt es zwei braune Schuhe und einen schwarzen. Und genau, also es gibt den auch nur für Frauen, also den Gobi High Top, so heißt der. Den gibt es nur für Frauen und für Männer gibt es, glaube ich, den Scott Man oder so. Und inzwischen gibt es auch eine vegane Variante in Schwarz. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Obermaterial das ist, aber falls Leder halt für jemanden nichts ist, dann wäre das eine Alternative, da weiß ich allerdings nicht, ob der halt regenfest ist. Aber bei dem ist es so, wenn man den im normalen Alltag trägt und es regnet, dann sollte man damit eigentlich gut zurechtkommen. Allerdings habe ich da auch einen kleinen Nachteil. Ich habe nämlich einmal eine Regenhose angehabt und habe die dann über die Schuhe drüber getan. Also hatte ich quasi bis hierhin die Regenhose. Und bei mir ist der Regen direkt hier an der Zunge vorbei reingelaufen. Und meine Strümpfe waren pitschnass. Also mit Regenhose ist das eher kein guter Schuh. Oder man muss halt irgendwie so eine Regenhose haben, die, keine Ahnung, bis hier vorne geht. Was ich nicht weiß, ob man sowas haben kann. Aber ja, das war ein ziemlicher Fail mit der Regenhose. Da hätte ich dann vielleicht auch lieber ohne fahren sollen oder mit anderen Schuhen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber ansonsten sind die sehr gut wasserfest. Ich habe da bis auf den einen Fall eben noch nie nasse Füße drin gehabt. Und das heißt, ja, dafür sind die auch gut. Und dann gehe ich einfach meine Liste der Reihe nach ab. Ich finde es gut an den Schuhen, dass die eben so beweglich sind. Ich hatte davor so Schuhe, die hatten ungefähr so einen Absatz, auch Winterschuhe, auch eigentlich im selben Design, halt schnürbar und so. Aber wenn man die festgeschnürt hatte, dann konnte man
irgendwie den Fuß nicht richtig bewegen. Also ich konnte Treppensteigen total schwer und mit denen ist Treppensteigen kein Problem. Also die sind super flexibel. Ich meine, es sind Barfußschuhe, das sollten die natürlich auch sein. Und ihr seht, man kann die in alle Richtungen ja, biegen. Also in die Richtung vielleicht ein bisschen schwerer, aber in die Richtung geht auf jeden Fall alles. Hier an der Ferse ist es auch ein bisschen schwieriger, aber es ist nicht ganz so unflexibel, wie wenn man halt so einen Absatz hat. Und ihr seht auch, die haben sich schon so ein bisschen gewölbt, meiner Fußform nach halt. Und genau, das ist halt ein Vorteil, dass man in denen sehr flexibel ist. Und ich finde auch, dass das Barfußgefühl auf jeden Fall da ist. Auch mit der Sohle, da hat man natürlich ein bisschen weniger Bodenkontakt, aber ich finde es trotzdem immer noch ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ich habe schon von manchen gehört, dass sie in den Schuhen das Barfußgefühl nicht so gut finden. Aber für mich persönlich reicht es auf jeden Fall und ich habe noch keine besseren angehabt. Also finde ich auf jeden Fall das Barfußgefühl in denen passt. Außerdem ist ein weiterer Vorteil, finde ich, dass die Schuhe wirklich alltagstauglich aussehen. Also man kann sie in die Uni, zur Arbeit oder sonst wohin anziehen. Weil es gibt ja manche Barfußschuhe, da sieht man wirklich, dass es Barfußschuhe sind oder manche, die eher ein bisschen medizinisch in Anführungszeichen ausschauen oder sonst irgendwie. Und ich finde, die sind vom Design her wie normale Winterschuhe, die man auch so im Laden kaufen kann und deswegen auch einfach für normale Tätigkeiten geeignet. Und das finde ich auch einen großen Pluspunkt. Und dann noch eine praktische Sache, finde ich. Ich habe mir ja angewöhnt, dass ich meine Schnürsenkel immer in die Schuhe rein tue, weil wenn die halt draußen sind und die gerade nass sind und dann kommen die Schnürsenkel unter die Schuhe, dann werden die Schnürsenkel auch nass. Das heißt, ich habe die Schnürsenkel immer drinnen und manchmal, wenn ich es eilig habe, dann schlüpfe ich einfach in den Schuh und lasse die Schnürsenkel sozusagen unter meinem Fuß. Die stören zwar dann ein bisschen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man, obwohl man die nicht zusammenschnürt, dass man halt trotzdem nicht rausschlüpft komplett. Das heißt, wenn man ganz schnell irgendwie, ich musste zum Beispiel zum Bus rennen und war etwas spät dran, bin einfach reingeschlüpft, bin zum Bus gerannt und habe sie dann im Bus geschnürt. Und das ist überhaupt kein Problem, die ungeschnürt sozusagen zu tragen. Und das finde ich eben sehr gut für Leute, die halt oft zu spät sind, wie mich zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, warum man sie vielleicht nicht schnüren möchte. Das ist auch gut, weil manchmal sind sie eben zu warm, dann mache ich sie auf. Also schnüre sie auf und dann, ja, kann man sie trotzdem noch bequem tragen und es kommt halt einfach ein bisschen mehr Luft dran. Und auch noch zum Schnüren, ich finde es praktisch, dass man eben die so eng oder so weit machen kann, wie man möchte. Das heißt, wenn man halt einen breiteren Fuß hat, hat man hier genug Spielraum, um den Schuh halt auch etwas breiter zu schnüren oder halt sehr eng. Ein kleiner Nachteil ist halt, dass es nicht enger geht wie so. Und bei mir ist es meistens auch schon halt hier am Maximum sozusagen so weit zusammen, wie es geht. Das ja, ist vielleicht ein Nachteil, wenn man sehr schmale Beine hat, aber für mich persönlich ist das so in Ordnung, wie es ist, weil das eben für meine Fußform eben passt. Und außerdem, die habe ich jetzt leider gerade nicht da, aber ich habe auch extra Schnürsenkel dazu bekommen in Braun, was ich auch ganz gut finde. Falls mein Schnürsenkel kaputt geht, kann ich die halt gleich austauschen, ohne dass ich noch irgendwo hinrennen muss, um mir neue zu kaufen. Und dann habe ich noch ein Problem gehabt mit anderen Winterschuhen, die keine Barfußschuhe waren, dass ich nämlich manchmal auch zu warme Füße hatte. Ich hatte davor eben diese einen, die ich euch schon beschrieben hatte und die hatten Lammfell drinnen. Und in denen ist mir wirklich manchmal richtig, richtig heiß geworden. In den Schuhen hatte ich das vielleicht so in dem Jahr, dass ich die getragen habe, vielleicht so 3-4 Mal, dass ich zu heiße Füße hatte. Und wie gesagt, dann kann man sie einfach kurz aufmachen, ein bisschen durchlüften oder die Sohle rausnehmen. Aber selbst manchmal ohne Sohle war es mir etwas zu warm. Aber das liegt vielleicht dann manchmal auch an der Außentemperatur, wenn man sie dann im Frühling trägt. Also in dem Sinne sind die mir im Winter selten zu warm geworden und das finde ich einen sehr großen Pluspunkt, weil wer will schon schwitzige Füße haben. Und dann kommen wir auch leider zu den Nachteilen. Also ich mag die Schuhe wirklich sehr, sehr gerne, aber es gibt halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir halt aufgefallen oder passiert sind und die möchte ich halt auch mit euch teilen, damit ihr wirklich eine gute Rundum-Review zu den Schuhen habt. Ich habe euch gerade gesagt, dass ich manchmal zu warme Füße in den Schuhen hatte, aber ich hatte auch so 3-4 Situationen, in denen ich wirklich mal sehr kalte Füße drinnen hatte. Allerdings lag das meistens daran, dass ich wirklich
längere Zeit an einer Stelle gestanden bin, dann meine Füße kalt geworden sind und ich sie dann auch durch Bewegen nicht mehr warm bekommen habe. Das waren meistens so die Situationen und es ist mir wirklich auch nur so 3-4 Mal passiert, wie auch die zu warmen Füße. Und das finde ich halt schon, hält sich im Rahmen. Und ich war schon bei Minustemperaturen mit denen unterwegs. Also ja, so im Frühling, Herbst definitiv keine Chance für kalte Füße, würde ich sagen. Wenn ständig über Null die Temperaturen sind, aber unter Null, ja, hatte ich eben schon die ein oder andere Situation, wo es trotz Sohle, die ich auch noch mit drin hatte, ein bisschen kalt geworden ist. Was ich vielleicht auch nicht so toll finde, ist, dass diese Fütterung hier innen drin künstlich ist. Meine Mutter hat zum Beispiel auch schon überlegt, ob sie die kaufen möchte, aber die hat wirklich ein Problem mit künstlichen Stoffen, da wird ihr richtig schnell zu heiß. Und auch wenn mir in meinen Lammfellschuhen ein bisschen zu warm geworden ist, würde ich das doch bevorzugen, wenn wirklich die Fütterung auch natürlich ist. Wenn das schon ein Lederschuh ist, dann könnte man den ja auch ganz natürlich sozusagen aufbauen. Ja, das könnte man vielleicht noch anmerken, dass eben das Innenfutter künstlich ist und ja, manche Leute mögen das ja nicht. Und was ich da auch nicht so gut finde, es ist jetzt ein ästhetischer Mangel, aber keine Beeinträchtigung der Funktion, ist, dass das Blau hier von dem Wildleder abgefärbt hat auf das Innenfutter. Und ich bezweifle, dass man Lederschuhe in die Waschmaschine stecken kann. Also ich weiß nicht, wie ich das rauskriegen soll. Und das finde ich halt einfach nicht so schön, dass, wenn man die dann manchmal wirklich nur so reinschlüpft und dann sieht man halt manchmal auch das Innere. Und das finde ich einfach ästhetisch nicht so schön. Und dann kommen wir auch zu einem weiteren ästhetischen Punkt sozusagen. Und zwar habe ich das am Anfang ja schon ein bisschen erwähnt, dass die halt einfach so ein bisschen verknickt geworden sind mit der Zeit. An meinem rechten Schuh ist es irgendwie etwas extremer als am linken. Also ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht, aber hier ist halt ein Knick und hier ist ein Knick. Hier sind sie auch ein bisschen knitterig, aber nicht ganz so schlimm. Und hier an der Seite, das liegt natürlich auch ein bisschen am Leder. Aber ich finde es einfach ein ästhetischer Minuspunkt. Es würde mich jetzt nicht daran hindern, die Schuhe zu kaufen oder zu tragen, aber ich finde es halt trotzdem erwähnenswert, dass man halt sieht, wie die Schuhe nach einem Jahr aussehen. Und ein bisschen abgenutzt haben sie sich da vorne schon, weil ich öfter wahrscheinlich mal gegen irgendwas gestoßen bin. Hier könnt ihr die Sohle nochmal sehen. Ich bin leider noch nicht hundertprozentig bei dem Ballengang angekommen. Ich hatte mal eine Zeit lang, in der ich nur barfuß gelaufen bin. Das war so 2012. Und da hatte ich das voll drauf. Also da hatte ich voll den Ballengang drin und so. Und jetzt muss ich mich da wieder irgendwie reingewöhnen. Weil damals habe ich das nicht bewusst gemacht. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ja, ich sollte eigentlich halt den Ballengang gehen sozusagen. Also ich denke, dass es schwieriger ist, wenn man bewusst dran denkt, das zu machen, als wie wenn man es unbewusst macht. Also ja, das heißt, meine Sohle ist teilweise trotzdem an der Ferse recht abgelaufen, weil ich dann doch manchmal ja den Fersengang verwende. Und ich muss sagen, obwohl viele sagen, ja, man soll Barfußschuhe halt nicht länger als ein paar Stunden am Anfang tragen, ich hatte wirklich kaum Probleme damit, irgendwie, dass mir die Muskeln wehgetan haben oder sonst irgendwas. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt nicht sehr konsequent mit dem Ballengang bin. Das heißt, auch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit Barfußschuhen anfangt, wird immer gesagt, dass man da am Anfang langsam rangehen sollte, um halt Muskelkater oder sowas zu vermeiden. Ich persönlich hatte das jetzt nicht, aber ja, ich bin auch noch nicht so vollkommen im Ballengang drin. Okay, das war jetzt kurzes Abschweifen, weiter zu meinen kleinen Nachteilen sozusagen. Wenn wir gerade schon bei der Abnutzung sind, ich habe euch ja schon die Sohlen gezeigt, also die halten halt nicht ewig, die muss man sich zwischendrin mal nachkaufen, weil wie gesagt, hier hinten ist die schon richtig ausgetreten, da vorne löst sich auch schon die oberste Schicht. Unten sind sie noch super top, aber oben, ja, und wenn man halt da oben drauf tritt, ich glaube, das ist halt auch nicht immer so gut. Das heißt, die halten nicht so lange wie die Schuhe, die muss man vielleicht mal zwischendrin nachkaufen. Oder man trägt die Schuhe seltener, dann passiert das vielleicht nicht so schnell. Aber ich habe die wirklich richtig, richtig oft und viel getragen, also wirklich eigentlich jeden Tag. Also ein kleiner Nachteil, dass die Sohlen sich halt schnell ablaufen und dass man die eventuell nachkaufen muss. Und wenn man sich das Profil anschaut, dann sieht man, dass das nicht sehr, sehr strukturiert ist. Also man hat schon eben diese Sechsecke, aber
wenn es regnet oder man Fahrrad fährt und es nass ist, finde ich schon, dass die rutschig sind. Also ich bin Fahrrad gefahren, als es geregnet hat und ich bin von den Pedalen teilweise runtergerutscht. Das finde ich ein sehr großer Nachteil, weil das kann richtig gefährlich sein, wenn einem das passiert. Und auch wenn es halt heftig regnet oder halt glatt ist draußen oder Schnee liegt, dann sind die schon ziemlich rutschig. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und das finde ich wirklich der allergrößte Nachteil eigentlich, weil ja, ich kann ja nicht steuern, was für ein Wetter an dem Tag kommt, an dem ich die anhab. Also kann ich halt da nicht immer ja, damit rechnen. Und das finde ich sehr schade. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass die ein kleines bisschen besseres Profil haben. Aber das bedeutet bei Barfußschuhen natürlich auch immer, dass das Barfußgefühl vielleicht etwas verloren geht. Und das möchte ich natürlich eigentlich schon haben. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Zwickmühle. Aber ich finde schon, dass Sicherheit halt eigentlich vorgeht. Und ich möchte nicht ausrutschen, wenn es nass ist. Und das sind ja Winterschuhe. Also die sind für solches Wetter ja eigentlich gemacht, dass es regnet, dass es schneit, dass es kalt ist, dass es vielleicht gefriert. Und da finde ich dann schon, dass ja ein gutes Profil ein Muss ist. Und ja, das ist wirklich mein größter Nachteil. Aber auch der Nachteil hindert mich nicht daran, die Schuhe zu tragen. Von daher, ja, muss man halt ein bisschen damit leben. Dann kommen wir zu meinem letzten Nachteil. Und zwar sind die ja schon ziemlich teuer. Also aktuell kosten die 190 Euro. Und wenn man halt gerade Glück hat und es einen Sale gibt, dann bekommt man die so zwischen 120 und 140 Euro. Also ich habe die auch im Sale gekauft für wesentlich günstiger. Und ich finde, für den Preis ist die Verarbeitung, naja, also sie ist in Ordnung, aber sie könnte auch besser sein. Also ich kann euch das ja mal vom Namen zeigen. Hier hinten draußen ist ja auch so eine Naht, da hängt zum Beispiel so ein Faden raus. Und manchmal sieht man hier am Leder so Klebereste oder das Leder ist nicht richtig abgeschnitten. Zum Beispiel ist hier der Gummi so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Aber es gibt so viele Stellen und halt innen auch. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ich habe versucht, den Schuh wirklich möglichst nah ranzuhalten. Also man sieht halt die Nähte drinnen und wenn man da barfuß drin ist, dann spürt man die schon ein bisschen. Und ich finde schon, dass für den Preis könnte es schon ein bisschen besser sein. Also, ja, ich weiß nicht. Vivo Barefoot ist halt wirklich so eine richtig bekannte Marke. Und ja, die Sohle ist patentiert, steht hier auch in der Ecke drin. Aber trotzdem, finde ich, sind es schon gesalzene Preise. Und dafür, ja, könnte man theoretisch, denke ich, schon an der Verarbeitung ein bisschen was besser machen. Was ist also mein Fazit zu diesen Vivo Barefoot Gobi High Top Winterschuhen? Ich finde sie wirklich gut. Also ich trage sie richtig gerne. Ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Immer wenn ich andere Schuhe dann anhabe, denke ich mir, oh, ich hätte jetzt eigentlich gerne die hier an, weil ich dann in normalen Schuhen sozusagen das Barfußgefühl vermisse. Und ich trage die wirklich von Herbst bis Frühling, also ich nutze wirklich die ganze Zeit aus, in der ich die tragen kann, ohne dass es mir zu warm wird. Und bei anderen Winterschuhen habe ich wirklich, wirklich oft zu warme Füße gehabt. Und bei denen ist wirklich schon so, dass die meiste Zeit ich gut temperierte Füße sozusagen habe. Und das finde ich sehr gut an den Schuhen, auch wenn es halt mal eine Situation gibt, in der ich zu warme oder zu kalte Füße habe. Aber es hält sich in Grenzen und das finde ich wirklich sehr gut. Außerdem sind die halt super vielseitig. Man kann nur reinschlüpfen, man kann die richtig zuschnüren, man kann die eben für drei Jahreszeiten anziehen, man kann die im Regen tragen, auch wenn man es vielleicht nicht mit Regenhose sollte und ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu glatt wird. Aber ansonsten finde ich die halt wirklich sehr gut und ich werde die so lange tragen, bis sie halt nicht mehr zu tragen sind. Und ich hoffe, dass sie noch einige Winter durchhalten. Bei mir ist es auch bis jetzt immer so gewesen, dass ich oft Winterschuhe nur ein oder zwei Jahre lang tragen konnte. Und das ist jetzt quasi schon mein zweiter Winter mit denen. Ich habe sie, wie gesagt, im Oktober 2016 gekauft. Dann hatte ich halt den Winter von 16-17 und jetzt den Winter von 17-18 sozusagen. Und ja, da bin ich wirklich sehr zufrieden damit, dass die immer noch so wenig Schaden genommen haben sozusagen vom
von der Sohle und auch, dass das Leder halt noch an der Sohle dran ist, weil manchmal hatte ich das Problem, dass sich da irgendwas abgelöst hat. Und das ist bei denen nicht so. Ich habe die jetzt schon 2 Winter und werde die sicher noch mindestens einen Winter tragen können, wenn nicht sogar länger. Und dafür hat sich wirklich das Geld gelohnt, was ich für die ausgegeben habe. Und ja, ich mag sie. Das ist mein Fazit. Ich mag meine Schuhe. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen mit meiner Review, vielleicht zu entscheiden, ob ihr die auch haben wollt oder nicht. Wie gesagt, leider gibt es die halt nicht mehr in Blau, aber ich finde die anderen Farben auch ganz schick. Und ja, die sind so neutral, dass man die halt auch, finde ich, zu allem tragen kann. Und damit wäre es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es vielleicht etwas länger geworden ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn es euch halt nicht gefallen hat, dann eben einen Daumen nach unten und erklärt mir bitte, wieso es euch nicht gefallen hat, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Und dann habt ihr wie immer hier an der Seite 2 alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss!